Unsere August-Ausgabe kommt am 18. Juli raus und wir erzählen euch darin ein bisschen was über Blei und noch ein bisschen mehr über Auftrieb. Wir haben nämlich verschiedene Reisejackets auf ihren Auftrieb hin gecheckt. Was da noch übrig bleibt, ist interessant, teilweise erschreckend. Und deshalb ist es schon sinnvoll, ab und zu mal einen Bleicheck zu machen, vor allen Dingen, wenn sich die Bedingungen und die Ausrüstung verändert haben. Unsere Empfehlung hier, wie man optimalerweise einen Bleicheck durchführt. Der Taucher atmet maximal bei vollständig entleertem Jacket ein. Nun sollte die Maske aus dem Wasser schauen. Atmet er nun aus, sinkt er. Atmet er nun wieder maximal ein, kommt er wieder über die Wasseroberfläche. Hat er zu viel Blei dabei, dann sinkt er schon vorher. Hat er zu wenig Blei dabei, dann bleibt er einfach über der Wasseroberfläche. Ein kurzer Bleicheck ist immer dann sinnvoll, wenn sich die Tauchbedingungen, also die Wasserart oder auch die Ausrüstungskonfiguration, wesentlich verändert haben. Optimalerweise macht man die Übung im Flachwasser. Dabei nicht vergessen, die Knie hochzunehmen, weil was bringt's, wenn man auf dem Boden steht? Und wenn man dann gerade schon mal dabei ist, dann kann man aus der Übung auch noch direkt eine kleine Tarierübung machen und schon kann's losgehen.